Fenster. Spaziergang. Auch wenn ich mir ständig alles durch den Kopf rennen lasse, ich hab mir selten so viel Gedanken gemacht wie beim Gedankengang durch die Stadt. Der Kopf brodelt und ergiebig wird zum Laufsteg, wenn Parlamente über jeden Schritt beraten und da ahnen, wie er nach außen aussieht. Mir fallen ständig Menschen ein, denen ich hier nicht begegnen will. Ich will sie sehen, aber gleichzeitig auch nicht. Ich glaube, alle wiederzuerkennen, auch wenn man sie nur aus dem Augenwinkel sieht. Diese Schuhe, diese Jacke, ich glaube, das ist sie. Mir wird das heiß am ganzen Körper, endlich läuft sie vorbei. Die Schuhe, die Figur, die Haare sind andere. Die Jacke hatte nur eine ähnliche Farbe. Und dasselbe passiert mir auf dem gesamten Weg bei jeder weiteren Dame. Hier kannst du nie sicher sagen. Aber weil ich bei jeder Frau dazu neige, ist die Fußgängerzone wie an sich periodisch wiederholender Gang von der Sauna ins Freie. Ich nehme einen Umweg in Kauf und laufe dafür in einer einsamen Gasse. Ich setze einen Schritt in die Gasse, werf einen Blick in die Gasse. Ich versuche mich zu beherrschen, doch kriege mich nicht zu fassen. Mein Hemd klebt in der Klasse, wie ich diese schweißnasse Masse hasse. Geh mit gesenktem Blick durch die Gasse, nach jeder Biegung ein vorsichtiger Blick nach vorn. Na toll, mir entgegen kommt eine schwarze Frau. So wird passieren, aber wie reagieren? Klar, man will zeigen, dass man aufgeschlossen ist. Nett und tolerant, sieht mich an. Also ein freundliches Lächeln, ein aufrechter Blick. Denkt sie dann, ich würde sie ironisch behandeln? Ein einfaches Nicken als stille Begrüßung. Aber warum will ich sie grüßen? Eine fremde weiße Frau würde ich auch nicht begrüßen. Also muss ich auch diese Frau nicht begrüßen. Vielleicht dabei wünscht sie sich das, ein Zeichen dafür, dass ich mir aus ihrer Hautfarbe nichts mache. Wie machen die Nazis das? Ich glaube, die haben es leicht. Ein grimmiger Blick reicht, aber nett sein, nein. Ich verfluche meine Eltern für meine tolerante Erziehung und lande beim Tiefpunkt. Als sie vorbeiläuft, gucke ich angestrengt auf mein Handy, sodass ich sie nicht sehe. Notiere mir die Track-Idee, konzentriere mich darauf wegzugehen. Ich bin nie verkleidet und gleichzeitig splitterfasernackt. Ich will, dass es vorbei ist und hab ein bisschen Angst. Mich fällt ein Hauch von Panik an, ab in die Straßenbahn. Mach es wie im Klassenzimmer, immer in die letzte Reihe gehen. Du siehst alle, doch wirst von niemandem gesehen. Ich spüre blickende Stiche beim Überqueren der Straße. Spotlight auf mich beim Überqueren der Straße. Ich geb der Schiebetür die Erlaubnis, sich zu öffnen. Ich will dem Bettler ausweichen, überleg, wechsle ich die Straßenseite, jetzt spricht er mich an. Ein schüchterner Mann, aber ich geb nix. Ich steh für zu viel Denken, nix tun und ertricken und selbst mit Leid. Spazieren gehen ist wirklich kein Spaziergang.